Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Rayman. Und ja, wir gehen erstmal wieder aus dem Level raus, tut mir leid. Wir gehen jetzt in The Swamps of Forgotten Fullness und gucken mal, was da so abgeht. Ah, da haben wir einen Kollegen, der genauso wie uns, genauso wie wir sind. Aber er gibt uns was. Hey Rayman, take this magic seed! C-Button. Okay, das C-Button habe ich halt zwar nicht, aber ich weiß, dass es der, ja, X-Button auf dem Xbox-Controller ist. Geht übrigens nur auf Grasflächen und im Übrigen auch nur... Entschuldigung, ich wollte gerade was sagen. Und auch nur, wenn ich nicht gerade komplett falsch stehe. Ja, ich habe es gerade beinahe verkabbelt hier wieder. Komm, komm, komm. Nein! Okay, Leute, das war mal wieder Classic von mir. So. Habe ich gesagt, das war wieder Classic von mir? Zum Glück habe ich ja im letzten Part noch gespeichert. Also wenn ich jetzt hier komplett verhaue, kann ich auch notfalls nochmal neu laden. Komm schon, komm schon. Also eigentlich haben wir sogar genügend Zeit, wenn man es so sieht. Und ich bin komplett lost, weil ich vergessen habe, dass dann die Faust ja auch nicht mehr ist. Okay. Darf es jetzt nicht nochmal verhauen? Alter, im zweiten Part schon so viele Fails abziehen, ne? Aber hey, ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht machen würde, solche Fails. Nein! Was? One-Up? Wenn man... Hä? Wieso? Okay, egal. Egal. Wir haben wieder das Power-Up. Uns kann gar nichts. Uiui, ich dachte jetzt schmiss ab. Für einen kurzen Augenblick. Und ja, ihr habt es richtig gesehen, während sie die... Kürbisse quasi, Kürbisse schon, die Pflaumen auf den Kopf kriegen. Jetzt habe ich es komplett vermasselt. Gibt es quasi so eine Art Delay-Zeit. Das darf doch nicht sein. Ah.
Ja. Was ist denn das? Leute. Ach, Mann, ey. Nicht zu hektisch werden und nicht zu voreilig. Was ist denn heute mit mir los? Aber jetzt gerade zumindest. Das ist doch nicht normal. Wenn ich jetzt nicht viel rede, aber ihr seht ja, was los ist. Auch hier wieder denke ich mir mal, dass es später für diese Sache eine Lösung gibt. Immerhin sind wir jetzt nach so vielen Downs immerhin mal weitergekommen. Na, super. Da oben ist noch mal so einer. Wie gesagt, die Magier-Dudes, die mache ich so oder so auch. Schließlich 100%. What? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Da ich so krass im zweiten Part verhaue, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Geschafft. Gut, das eröffnet uns einen weiteren Weg.
Ich finde zwar schade, dass wir jetzt nur noch zwei Leben haben, aber bringt ja alles nichts. Ich kann ja mal ganz kurz, ich guck mal ganz kurz in den ersten Level rein. Ganz kurz nur, Leute. Um herauszufinden, ob das, was ich vermute, sein könnte. Nöp. Heißt, theoretisch habe ich mir selber jetzt zuzuschreiben, da ich es verhauen habe. Finde ich irgendwie schwierig. Na gut. Dann will ich mal wieder speichern, gerade mal zwischendurch. Gehört ja alles mit zum Spiel. Und ich gehe weiter nach hier oben. Moskitos Nest. Oh, das heißt, wir treffen nochmal auf unseren Kollegen von eben. Heißt, wir haben ihn doch nicht ganz befreundschaftet, sondern erstmal nur für eine kurze Zeit als Verbündeten genommen. What? Hatte ich jetzt einfach nur ein schlechtes Timing oder was war das? Schlechtes Timing. Keine Leben mehr übrig. Ich hab's einfach verhauen. Close. Really, really close. Okay. So, und wenn ich das richtig hinkriege, geht das nicht. Okay. Ah, ich will nochmal hier abgelichtet werden.
weiß nicht, wie ich daran vorbeikommen soll, bitteschön. Keine Ahnung. Wie hätte ich da vorbeikommen sollen? Okay, wir können aber auch continuen. Das ist natürlich auch nochmal schön. 8-mal können wir das noch machen? Ah, finde ich schwierig. Das war nicht meine Schuld. Das war die Schuld vom Spiel. Okay. Was ist denn das? Okay, Leute, ich krieg die Krise. Okay, so bin ich irgendwie vorbeigekommen, aber das ist nicht die eigentliche Lösung, wie ihr euch bestimmt denken könnt. Na toll, und dann natürlich wieder mal kurz vor Ende des Abschnitts eigentlich, so gut wie. Ah, könnte den Kragen kriegen. Okay, Leute, wie gesagt, 100% wird schwierig, aber machbar. Höchstwahrscheinlich werde ich sogar einige Male, ja, die ganze Chose wiederholen müssen. Und hey, wir haben einen Käfig. Also einen weiteren. Das ist nicht fair. Der ist ja schlagartig unter meinen Füßen weggegangen.
sobald er diese Höhe hat, kann man losspringen. Man kann das ganz schlecht einschätzen, Leute. Es tut mir leid. Muss ich jetzt nochmal hier oben hin? Zumindest um das zu bekommen. Jetzt kapiere ich, warum diese komischen Blumen, nenne ich es jetzt mal, da sind. Das sind die, womit man es einschätzen soll. Und jetzt. Der will mir jetzt nicht sagen, dass ich zu früh gesprungen wäre, oder? Egal. Okay, Leute, ich würde mal sagen, das soll es dann doch erstmal gewesen sein. Ja, es bringt ja nichts. Ich werde höchstwahrscheinlich von dem letzten Speicherstand aus weiter spielen. Ich lasse es auslaufen. Ist Game Over. Ich würde sagen, wir machen beim letzten Speicherstand im nächsten Part weiter. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao.